Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, können jetzt nochmals Ihren Kompass zur Hand nehmen und mit Professor Reichel gemeinsam auf dessen dritte Ausrichtung schauen. Ich würde sagen, in der dritten Richtung geht es nicht nur um Ästhetik oder das Schöne, sondern auch um etwas ganz, ganz Praktisches. Wenn Sie zum Beispiel mit Ihrem Kompass wandern gehen, nehmen Sie womöglich nur ganz wenig Gepäck mit und müssen damit dann bestmöglich auskommen und auch mit Ihrer Energie gut haushalten. Was aber hat so ein minimalistischer Zugang zum Wandern mit mathematischen Konzepten und effizienten Algorithmen zu tun? In diesem Kapitel wird es um Rekursion, mathematische Konzepte, Informatik und Architektur gehen. Dabei liegt der Schwerpunkt auf der Frage, was denn darin das Schöne genau ausmacht. Nehmen Sie eine Kurve oder ein minimalistisches mathematisches Konzept. Kann das aus Ihrer Sicht auch schön sein? Viel Freude mit Ihrem Kompass, der nach diesem Video mit Sicherheit in eine ganz neue digitale Himmelsrichtung zeigen wird. Professor Reichel würde sagen, das Schöne erschöpft sich im "Es gefällt mir". Wie sehen denn Sie das? Nachdem sich Kant mit der ersten Frage, was kann ich wissen, also mit theoretischer Erkenntnis, und mit seiner zweiten Frage, was soll ich tun, eher mit praktischer Erkenntnis beschäftigt hat, hat er seine dritte Frage, was darf ich hoffen, genau an der Schnittstelle dazwischen platziert. Auch ihr hat er ein eigenes Buch gewidmet, die Kritik der Urteilskraft. Und seine Antwort auf die Frage, was darf ich hoffen, die daraus hervorgeht, ist überraschend. Denn in diesem Buch, zumindest im ersten und größeren Teil davon, geht es um Schönheit und Erhabenheit. Und da haben wir es jetzt, das Wahre, das Schöne, das Gute. Diese klassische Trias der Transzendentalien stellt sich jetzt als grundlegender Dreiklang auch für unseren Kompass heraus. Uns allerdings bringt dies in keine kleine Verlegenheit, denn Schönheit oder gar Erhabenheit scheint in der Informatik auf den ersten Blick ja nicht unbedingt etwas verloren zu haben. Ganz im Gegenteil, wenn man so mancher Programmiererin und manchen Programmierer glauben mag, dann gehört ja geradezu ein Hack, noch dazu quick and dirty, zum absoluten Höhepunkt ihres beruflichen Schaffens. Vielleicht hilft uns also bei der Frage, was denn Schönheit und Digitalität zu tun haben könnte miteinander, wenigstens ein Blick hinüber zur Mathematik etwas weiter, denn dort schaut das offenbar etwas anders aus. Oder in den Worten von G.H. Hardy, "There is no place in the world for ugly mathematics." Schönheit in der Mathematik wird dort meist als Eleganz wahrgenommen. Und die Eleganz mathematischer Theoreme und Beweise beruht vor allem auf einem ausgewogenen Zusammenspiel zweier grundlegender Prinzipien. Zum einen dem Prinzip der minimalen Vollständigkeit. Das heißt, ein mathematisches Konzept sollte alle Eigenschaften haben, die es zur Erfüllung seiner spezifischen Aufgabe braucht, aber eben auch nicht mehr. Das kennt man aus der Philosophiegeschichte vielleicht in ähnlicher Weise unter dem Stichwort Occam's Razor. Das ist also das erste Prinzip, minimale Vollständigkeit, das ergänzt wird vom Prinzip der maximalen Anwendbarkeit. Dieses Prinzip fordert, dass die genannten Eigenschaften dennoch möglichst weit über die ursprüngliche Aufgabenstellung des Konzepts, um das es geht, hinaus anwendbar sein sollten. Man kann sich das an vielen Beispielen veranschaulichen. Ein sehr veranschauliches Beispiel ist das Verfahren der Rekursion. Rekursion beruht auf der Idee, dass man mathematische Konzepte dadurch definiert, dass man sie auf sich selbst anwendet. Ein Beispiel. Die rekursive Anwendung einer bestimmten Additionsregel auf natürliche Zahlen führt sehr schnell auf die berühmte Folge der Fibonacci-Zahlen, die Sie vielleicht aus dem Kino kennen. Der Da Vinci-Code beruht darauf. Und diese Fibonacci-Zahlen haben einen sehr engen Zusammenhang mit dem sogenannten goldenen Schnitt, der wiederum in Kunst und Architektur als Synonym für ausgewogene Proportionen gilt.
In ähnlicher Weise kann man nun Rekursion, so wie das hier minimal vollständig ist, maximal anwendbar machen. Denn diese Art von mathematischem Verfahren ermöglicht andererseits die axiomatische Charakterisierung von natürlichen Zahlen überhaupt, mithilfe der sogenannten Peano-Axiome. Und liefert zudem mit der vollständigen Induktion eines der universellsten und elegantesten mathematischen Beweisverfahren überhaupt. In der Mathematik ist das also ein Beispiel für Schönheit. Auch in der Informatik verwendet man Rekursion, aber eher unter dem Gesichtspunkt der Steigerung algorithmischer Effizienz. Wenn es zum Beispiel darum geht, komplexe Probleme so zu lösen, dass man sie in kleinere, aber strukturell identische Probleme aufteilt. Das ist ein Ansatz, den nennt man Divide and Conquer, teile und herrsche. Und wenn man das wieder und wieder rekursiv macht, dann werden diese Probleme irgendwann trivial und das Gesamtproblem stellt sich als effizient gelöst heraus. Das ist natürlich sehr wenig anschaulich, aber dieses Verfahren der Rekursion lässt sich auch an vielen Beispielen durchaus illustrativ darstellen. Sie haben vielleicht schon einmal von fraktaler Geometrie gehört und dem berühmten Apfelmännchen von Bernhard Mandelbrot. Dieses Apfelmännchen erhält man als Ergebnis rekursiver Berechnungen. Aber zugleich ist diese grafische Illustration selbst in sich rekursiv, selbstähnlich, sagen wir, da wir dieselben Formen beim Hineinzoomen wieder und wieder und wieder entdecken. Und so entsteht auch ein ästhetisches Gebilde von unbestreitbarer Eleganz und Schönheit. Und man kann nun diesen Versuch, Schönheit im Informatisch-Mathematischen zu veranschaulichen, noch weiter treiben. Das hat Max Benze getan, den wir schon kurz erwähnt haben. Max Benze hat nämlich eine Stilgeschichte der Mathematik entwickelt, wo er für verschiedene Epochen der wissenschaftlichen Entwicklung von Mathematik Äquivalenzen in der zugehörigen Architektur aufgezeigt hat. Zum Beispiel charakterisiert er die Mathematik der griechischen Antike in ihrer Konzentration auf die Geometrie und auf die Linie. Und das ist natürlich das bestimmende architektonische Element griechischer klassischer Tempel. In der Renaissance ging es mehr um algebraische Zahlenverhältnisse. Und in der Architektur um die Frage von Proportion. Die Kurve, das Runde, erstmals mathematischer Betrachtung zugänglich mit der von Newton und Leibniz entwickelten Infinitesimalrechnung, versinnbildlicht zugleich in unnachahmlicher Weise die Architektur des Barock. Während die letzte Epoche der Mathematik nach Benze, der romantische Stil, schließlich durch eine partikularistische Auffassung, wie er sagt, charakterisiert ist, bei der jetzt plötzlich die Konstruktion konkreter Lösungen wichtiger wird als die Frage, ob so eine Lösung überhaupt existiert. Hier weicht also das Systemdenken einem Problemdenken. Und damit sind wir direkt in der digitalen Epoche von Algorithmus und Big Data angekommen. Wenn man das jetzt übertragen wollte auf eine noch zu schreibende Stilgeschichte der Informatik, so könnte man sich zum Beispiel an den Rechnern orientieren, die in einzelnen Epochen gebaut worden sind. Wir haben schon erwähnt, dass Leibniz mit seinem Projekt eines mechanischen Vierspeziesrechners letztlich ja gescheitert ist. Aber schon ein paar Jahre nach seinem Tod gelang es, interessanterweise hier in Wien, dem Hofoptikus Antonius Braun im Jahr 1727, einen mechanischen Rechner zu bauen, der nicht nur funktionierte, sondern zugleich von so überwältigender innerer und äußerer Schönheit ist, dass er heute zu Recht im Kunsthistorischen Museum der Stadt Wien steht. Das gewissermaßen romantische Pendant dazu stellt dann wohl das iPhone dar, dessen allerorten gepriesene Schönheit des Designs allerdings der Philosoph Byung-Chul Han schonungslos als Ästhetik der Glattheit entlarvt hat. Denn Han macht Kant einen massiven Vorwurf. Dieser habe mit einer Trennung vom Schönen und Erhabenen das Schöne, Zitat, in seiner reinen Positivität isoliert.
Das Schöne also nur noch quasi autoerotisch auf das Subjekt bezogen. So sei das Glatte zur Signatur der Gegenwart geworden. Sichtbar in der Oberfläche des iPhones, aber man kann es eben auch sehen an der Glattheit der über diese Medien stattfindenden Kommunikation. Beides vermittle dann nur ein angenehmes Gefühl zu Hahn, mit dem sich kein Sinn, kein Tiefsinn verbinden ließe. Das Schöne erschöpft sich im Gefällt mir. Ästhetisierung erweist sich als Anästhetisierung. Natürlich kann man jetzt hinterfragen, ob das Digital-Schöne, von dem Byung-Chul Han hier spricht, tatsächlich ident ist mit dem, was Kant unter dem Schönen meint. Denn für Kant war dabei gerade wichtig, die interesselose Wahrnehmung, das interesselose Wohlgefallen, das man beim Schönen empfindet. Oder ob wir im Gefolge der Digitalisierung vielleicht sogar Gefahr laufen, unser Sensorium für diese Art von Schönem, von Erhabenem generell zu verlieren. Weil wir es mit dem verwechseln, was Kant das Angenehme nennt. Wir würden vielleicht Effizienz und Bequemlichkeit dazu sagen. Die Frage, die ich damit in den Raum stellen möchte, lautet also: Könnte uns eine Rückbesinnung auf dieses Schöne nicht zugleich einen Weg zurück zu existenziellen Aspekten unseres menschlichen Daseins weisen, die uns im digitalen Wandel mehr und mehr abhanden zu kommen drohen? Denn das Schöne, wie Rilke so unnachahmlich ausgedrückt hat, ist nichts als des schrecklichen Anfang, den wir noch gerade ertragen, weil es gelassen verschmäht, uns zu zerstören. Und hier hat Byung-Chul Han ohne Zweifel recht. Diese Begegnung mit dem Schönen als einen existenziellen Vorgang zu begreifen, der im Digitalen allzu leicht in eine Harmlosigkeit abzugleiten droht.